Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind ja hier alle so Podcast-EnthusiastInnen, würde ich jetzt mal behaupten. Ihr habt wahrscheinlich auch alle so Podcatcher mit 80, 100, 120 verschiedenen abonnierten Podcasts. Ich persönlich hatte letztes Jahr so eine Phase, wo ich festgestellt habe, wenn ich mir angucke, was so die Vielfalt der Podcasts angeht, die ich da habe, und es sind 120 Stück, da bin ich ganz schön hinter meinem eigenen Anspruch zurück und habe mir dann so ein persönliches Ziel gesetzt, zu sagen, okay, ab jetzt, es darf nur noch jeder dritte Podcast, den ich abonniere, nur von weißen Männern betrieben werden. Am Anfang fiel mir das gar nicht so leicht, aber mit der Zeit ist mir aufgefallen, es gibt doch einen Haufen deutschsprachiger Podcasts von Frauen, von nicht weißen Menschen. Und wir haben hier heute zwei von ihnen da, das sind Mintu und Vanessa, die uns heute mit ihrem Vortrag zeigen wollen, es ist vielleicht ein bisschen leichter geworden, als wir uns das vorher vorgestellt haben, unsere Podcatcher diverser zu machen. Und deshalb stellen sie uns heute ganz viele tolle Podcasts vor, die wir vielleicht hinterher alle abonnieren wollen. Sie selber machen das Format Rise and Shine, sind auch sonst als Journalistinnen unterwegs. Also herzlich willkommen, Mintu und Vanessa. Das gibt's einen awkward Übergang. Okay, dann lassen wir es aus. Ich bin Mintu und neben mir steht Vanessa. Und zusammen machen wir den Podcast Rise and Shine, wie Becky auch gerade gesagt hat. Und da sprechen wir als zwei Wirtdeutsche über Themen, die uns als Wirtdeutsche beschäftigen und berühren. Und das machen wir inzwischen ein bisschen mehr über ein Jahr lang. Genau, jeden Monat eine halbe Stunde lang. Aber um uns soll es hier überhaupt gar nicht gehen, weil wir sind nämlich super, super, super glücklich, dass wir längst nicht mehr alleine sind. Wir haben gar nicht die Zeit, um alle ausführlich vorzustellen. Aber vor uns, also wir sind überhaupt gar nicht die Ersten, die sowas machen und kein Anspruch auf Vollständigkeit, ja. Aber vor uns gab es zum Beispiel Halbe Kartoffel von Frank Jung, der immer Interviews führt mit Menschen mit Migrationshintergrund oder eben Halbe Kartoffeln sind, wie er sagt. Feuer und Brot, die vorhin mit uns auf dem Panel gesessen sind. Deine Homegirls ist ein toller Hip-Hop-Podcast. Magst du? Genau. Und vor uns war natürlich auch Denise Mbaye, die Podcast gemacht hat, Kleine Schwarze Chaospraxis und Duso, der gerade, glaube ich, pausiert. Und aus Stuttgart kommen Er, Sie, Ich Podcast, die einfach über Stuttgarter Themen und Hip-Hop und Popkultur sprechen. Und als wir dann angefangen haben, glaube ich, haben wir dadurch, dass wir explizit immer über oder oft über Identität gesprochen haben oder Dinge, die uns durch unsere Identität beschäftigen, eine kleine Welle ein bisschen ausgelöst. Genau, also nach uns kamen zum Beispiel, haben Freunde von uns angefangen, das sind Adrian und Tarek mit Safransirup, die haben auch das Format relativ ähnlich gehalten, ebenso Kanakische Welle. Die Kanakische Welle, da spiele ich euch mal das Intro vor. Komm und reite dich. Selbst eingesungen. Wie heißt du, mein Bruder? Marcel Aburakia. Wie heißt du? Bijan Kaffenberger. Mein Name ist Marco Mohanwe und gemeinsam sind wir heute die Kanakische Welle. Genau, das sind die Jungs von der Kanakischen Welle. Das sind zwei Halb-Palästinenser, die eben über bestimmte Themen der Identität rund um die Levante sprechen. Glaube ich, können wir so sagen, ne? Ja, sind super, super witzig. Lohnt sich absolut reinzuhören. Die haben auch mal sehr prominente Gäste wie den Four Blocks-Schauspieler Hassan Akush. Richtig gutes Interview. Ist immer sehr, sehr unterhaltsam, was sie machen. Sind einfach zwei Entertainer, kann man sagen. Auch sehr, sehr unterhaltsam ist Ja, Warum Deutschland, die eine Staffel gemacht haben, wie sie sagen, und jetzt gerade auch auf Eis liegen. Das sind drei Turko-Deutsche, die, das Bild zeigt, so ein bisschen auch sehr viel über Sex reden und ihr Verhältnis so zu Körper, aber es ist eigentlich alles Mögliche. Es ist eine sehr bunte popkulturelle Mischung. Genau, die nächsten ist auch ein asiatisch-deutscher Podcast, nämlich Diasporasia. Den machen Sina und Kuso, sie sind chinesischstämmig oder philippinischstämmig und
Die beschreiben sich auch beide als queer, also sind nicht cis-hetero wie wir, was auch eine schöne Perspektive und eine schöne bunte, der schön bunten Podcast-Landschaft jetzt sehr gut tut. Und die sprechen eben auch über Themen, auch viel aktivistische Themen. Das heißt, wer sich in diese Richtung interessiert, wird bei denen sehr fündig, glaube ich. Genau, nachhaltiger Aktivismus, psychische Probleme. Also der ist sehr deep, sehr akademisch manchmal auch. Ein ebenfalls sehr unterhaltsamer Podcast ist Two Blacks and a Jew. Der Titel sagt so ein bisschen, was sie machen. Das ist ein englischer Titel, weil alle drei von denen, oder wer sie sind, alle drei von denen haben auch einen US-Bezug irgendwie über Eltern oder weil es Afroamerikaner sind. Deren Podcast switcht auch immer von US-amerikanisch zu deutsch und umgekehrt. Es wird völlig natürlich irgendwie. Ja, das können wir vielleicht auch kurz an dem Intro zeigen. 3, 2, 1. Oh, this new crazy mother... Willkommen bei Two Blacks and a Jew, der Podcast, in dem Elsie, Nathan und Vincent zumindest meistens darüber reden, wie wir als Minderheiten die Welt wahrnehmen. Manchmal auf Deutsch. Sometimes in English. Meistens auf Englisch. Let's drop some accordion in here. Oh, that was not cool. That was cool. Ja, sie sind übelst lustig. Also ich... Und genau, führen super, super spannende Diskussion. Ich würde jetzt sagen, das ist gerade, glaube ich, so mein Lieblingspodcast. Ja. Bin völlig entsetzt, dass ich ihn nicht von Minute 1 an kannte, aber das... Es gibt 5 Folgen und genau. Die kann man sich sehr schnell durchhören. Das macht sehr viel Spaß. Dann auch einer unserer Freunde sind die MacherInnen von Matatu Podcast. Die haben ihren Podcast gestartet, nachdem sie bei einem Podcast-Workshop waren, den wir gegeben haben. Den machen Paul, Jackie und Caro. Und da sprechen sie eben über Themen, die die afrodeutsche Community bewegen. Was bei der afrodeutschen Community super interessant ist, weil sie super divers ist. Also es ist ja nicht so, wir kommen aus, so, unsere Eltern kommen aus einem Land und das sind verschiedene Länder und auch verschiedene Themen, die sie deswegen besprechen. Und ganz cool, ihre erste Folge ging um Afro-Shops und was Afro-Shops für sie bedeuten. Also echt ein super spannender Podcast. Genau, so als Begegnungsort. Die bringen auch Reportage-Elemente mit rein, also gehen tatsächlich auch O-Töne holen. Aber meistens ist es einfach ein Talk-Format, ein Podcast, ganz klassisch. Ganz neu im Game ist Gedankensalat. Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa. Es ist soweit. Es geht los. Unsere erste Folge vom Gedankensalat. Und sie waren sehr aufgeregt und voll excited, dass sie endlich ihre erste Folge machen. Die sind auch 20 Jahre alt, also ganz jung im Gegensatz zu uns. Wir sehen jung aus, ist aber nicht mehr so. Und sagen von sich, wir wissen es nicht, aber wir wissen es auch nicht besser, das sind die ersten beiden Kopftuch tragenden Frauen, die einen Podcast machen, aber sagen auch explizit von sich, sie wollen überhaupt gar nicht aufs Kopftuch tragen reduziert werden. Und ich habe jetzt ein paar Folgen gehört, da geht es auch überhaupt gar nicht darum, sondern einfach tatsächlich so, was sie so bewegt, Lifestyle, vegan sein, reisen. Es sind einfach ganz andere Themen, aber und alles andere spielt aber trotzdem dann irgendwie mit rein. Es geht trotzdem auch um antimuslimischen Rassismus zum Beispiel. Genau, noch dieses Jahr haben sie sich gegründet. Das ist nur so eine kleine Auswahl, die wir zeigen wollten, einfach um erstens euch dazu zu motivieren, sie alle zu abonnieren und zweitens, dass wir doch mehr werden und die Entwicklung super schnell vorangeht. Wir haben allen von denen eine, also wir haben mit allen von denen irgendwie gesprochen oder so eine kleine Umfrage geschickt, weil wir von denen wissen wollten, warum habt ihr das gemacht, was ihr macht, wie geht es euch damit, welche Probleme habt ihr, was ist euch wichtig? Und deren Antworten haben wir zusammengedampft in diese 10 Thesen, die wir euch jetzt vorstellen wollen. Genau, These 1, wir podcasten, weil wir es können. Und da unterscheiden wir uns wahrscheinlich gar nicht so krass von anderen Podcasterinnen. Podcasten ist total barrierefrei oder relativ barrierefrei. Und viele haben einfach Themen unter den Nägeln gebrannt und sie wollten einfach mal drüber sprechen und haben gesagt, okay, wir nehmen das jetzt auf und, und veröffentlichen das im Internet. O-Ton? Moment. I'm sorry. Ereignissen in Chemnitz merkt man schon, dass es in der deutschen Gesellschaft noch viele Ignoranz einfach gibt, wie zum Beispiel auch die Erfahrungen von Leuten, People of Color, die halt eben nicht weiß sind oder nicht christlich und in unserem Land aufwachsen und eben
eigentlich nicht wirklich berücksichtigt werden, sei es in Statistiken oder in den Medien. Und deswegen dachte ich, dass es sinnvoll wäre, einfach ein bisschen über unsere Erfahrungen zu reden. Genau, das war ein Ton von Two Blacks and a Jew. Was uns rückgemeldet wurde eben im Gespräch mit anderen ist, dass, also das ist, unterscheidet uns wirklich wenig von anderen, dass es eben sehr mühsam ist bis unmöglich, eigene Themen zu setzen und deswegen irgendwie Podcasts die Möglichkeit sind, relativ einfach einzusteigen. Es gibt keine Redaktionen, die man erst rein muss, es gibt keine krasse Zielgruppe, an die man sich unbedingt halten muss. Produktionskosten sind super gering erstmal, man kann zur Not mit dem Smartphone aufnehmen. Manche sehen es auch als Form des Aktivismus, ist nicht bei allen so, manche reden einfach vor sich hin. Viele haben aber einfach gesagt, an sich war es eher so ein, hey, why not, machen wir halt einfach. Wäre bei uns übrigens auch so. Wir haben auch einfach gemacht. Haben wir da eine Antwort? Ja. Genau, wir schaffen, also andere These ist, wir schaffen safer spaces für unsere Communities. Also das kam bei allen Antworten sehr stark raus, dass es allen sehr wichtig war, dann doch irgendeine Art von Zielgruppe zu haben, und zwar die eigenen Leute. Und es zeigt sich darum, dabei zum Beispiel sich auch zu öffnen, sich verletzlich zu machen und darüber einen Gesprächsraum zu schaffen. Wir haben dann einen O-Ton von Diasporasia, die sehr viel, sehr private Dinge besprechen. Ich habe schon früher immer so Weihnachten gemacht mit so Genau, das war ein Ton von Sina von Diasporasia, die darüber gesprochen hat, wie Weihnachten sie triggert, also dass sie Weihnachten nicht genießen kann, weil das sie an schlimme Zeiten mit ihrer Familie erinnert. Also sie empfindet ihre Familie nicht als sicheren Ort, der sie unterstützt. Und deswegen sprechen die ja auch darüber, warum sie an Weihnachten nicht nach Hause fahren. Genau, und das wurde uns auch so zurückgemeldet von eigentlich allen Podcasts. Ich glaube, was so die Erfahrung macht mit einem, wenn man irgendwann mal rassistisch beleidigt wurde oder diskriminiert wurde oder gemobbt wurde, ist, dass man nicht will, dass andere dieses Gefühl bekommen. Also dieses Gefühl, das wurde uns total viel rückgemeldet, dass viele darauf achten, Sprache zu nutzen und möglichst niemanden zu verletzen oder zu nahe zu treten. Und genau. Gleichzeitig aber auch die Rückmeldung, dass es nicht heißt, dass man dann irgendwie vorsichtig ist und guckt, oh, darf ich das sagen, darf ich das nicht sagen, sondern trotzdem man macht und wenn man dann Fehler macht, dass von der Community rückgemeldet wird und das dann auch okay ist. Ja, also es geht viel um Diskriminierungserfahrung, aber auch in der Methode darum, nicht weiter zu diskriminieren. Also das hat uns eigentlich sehr überrascht, dass es allen so sehr, sehr wichtig war. Boah, das klingt schon so ein bisschen verzweifelt, aber ich kann es nicht anders sagen. Ich bin wirklich mehr als das, auf was ihr mich reduzieren wollt. So. Genau, wir podcasten auch für uns selber. Es geht uns auch darum, bestimmte Schubladen aufzubrechen, bestimmte Stereotype über uns aufzubrechen und endlich mal aus unserer eigenen Perspektive mit unseren eigenen Narrativen darüber zu sprechen, wer wir sind, was uns bewegt und was wir machen. Genau, also viele haben irgendwie gesagt, also es geht gar nicht irgendwie nur um irgendein Publikum, sondern so, was hat uns eigentlich gefehlt und was können wir überhaupt noch beitragen? Manche haben einfach nur gesagt so, ja, wir lieben Podcasts, aber wir konnten uns mit keinem einzigen irgendwie identifizieren, war ganz nett reinzuhören, deswegen haben wir einfach selber gemacht oder genau, das Gefühl auch einfach nicht alleine sein zu wollen mit den Erfahrungen, können wir auch so bestätigen. Wir wollten, glaube ich, auch einfach nicht alleine sein und haben es deswegen gemacht. Der O-Ton vorher kam übrigens von Halbe Kartoffel, genau. Unser Podcast-Papa sozusagen. Genau. Nächste Frage? Ja. Bist du verheiratet? Ja, bin ich. Nein, bin ich nicht. Also, Elva? Nicht verheiratet. Nein, ich bin Single. Noch zu haben? Ich bin glücklich Single. Und Gerald ist glücklich verheiratet. Ja, genau. Wie schön. Was kannst du für tolle Bücher empfehlen? Also, sagen wir so top. Das fanden wir einfach so bezeichnend, weil das die zwei Mädels von Gedankensalat sind. Das sind zwei 20-jährige turko-deutsche Mädchen mit Kopftuch. Nein. Frauen.
Frauen, aber sie sind nicht türkisch. Also ah, eine stimmt, davon. Eine davon ist türkisch, Entschuldigung. Und die tragen aber beide Kopftuch und dann ging es darum, okay, bist du verheiratet? Ja, bin ich. Okay, nächste Frage. Also es und welche Bücher kannst du empfehlen? Also ich meine, würden wir das für ein Mehrheitspublikum machen, von Anfang an, oder die beiden, dann würden sie nicht über die Frage hinweggehen, du trägst Kopftuch, du bist muslimisch und du bist 20 Jahre alt und verheiratet. Das kannst du dir doch einfach so stehen lassen. So. Aber doch, können wir. Und genau dafür ist Podcast auch toll. Wir setzen selber Akzente, bestimmen selber so das Tempo und machen genau, wie es für uns sich richtig anfühlt. Das haben auch die beiden gesagt. So, wir wollen nicht auf unser Kopftuch reduziert werden und zeigen, was hinter einem Kopftuch steht. Ja, und du so. Genau. Okay. Das nächste, also die Podcasts zu planen, wir skripten die nicht unbedingt oder nur teilweise und das geht auch den meisten anderen so und dadurch entwickeln sich auch schöne Dinge. Also wenn man zum Beispiel Denise Mbaye zuhört bei Und du so. Ich freue mich total, dass du hier bist. Ich mich auch. Also als ich dich gerade gefragt habe, wie man deinen Namen richtig ausgesprochen hat, hast du gesagt Goddess. Goddess, ja. Aber Joanna ist hier bei mir. Joanna, sag du nochmal richtig. Joanna. Auch den Nachnamen, möchtest du den auch wissen? Ich weiß den ja, aber ich möchte gerne, dass die ganze Welt ihn kennt. Ja, das finde ich auch so eine gute Idee. Oder? Hallo Welt. Hallo Welt. Hallo Welt. Vor allem ganz geil, ne? In meinem Podcast, den hört nämlich wirklich die ganze Welt, Joanna. Ja, das, auf. Das machen wir mal klar. Dass die ganze Welt den hört. Die ganze Welt hört. Die ganze Welt. Also du kannst jetzt der ganzen Welt mal deinen vollen Namen sagen. Okay. Und ich weiß, die wissen eh schon, wer du bist. Weil, also man ja, kennt dich ja. Weil Goddess. Goddess. Nein. Hallo Welt, hier ist Joanna Edu-Jemfi. Goddess. Genau, es geht darum, nicht zu viel zu konzipieren, sondern auch, ich glaube, die Persönlichkeiten in den Podcasts sind sehr wichtig. Und sich diese Identifikationsfläche, die wir bieten, und die wir auch anbieten, funktioniert deshalb, weil sich Leute mit uns identifizieren können. Die Leute wollen uns kennenlernen, wollen wissen, wer wir sind, wie wir reden, wie wir reagieren. Und ich glaube, bei Denise merkt man, die ist einfach Hammer und so eine unfassbar warme Frau. Und genau das wollen wir auch im Podcast hören. Und das ist eigentlich genau das, was die meisten von uns machen. Genau. Manche haben sogar gesagt, dass sie im Lernprozess gemerkt haben, Skripten ist irgendwie doch eine blöde Idee, hemmt das Gespräch, lassen wir wieder. Bei uns übrigens auch. Wir haben es auch mal so teilweise versucht, so teilgeskriptet. Wir skripten meistens, wenn dann überhaupt den Anfang oder ganz so politisch sehr sensible Stellen, aber sonst, ja. Genau. Bei Humor, glaube ich, sollten wir Jaff umspielen. Ja. Ja, warum Deutschland? Ja, warum Deutschland? Ja, warum Deutschland? Steht das schon ganz gut. Oh. Jem, ich bin jetzt deine 16-jährige Tochter. Und du willst mir mitgeben, wie ich meine Sexualität und mein Leben leben will. Was sagst du? Es ist für mich die beste Uhrzeit für Sex ist mittags. Die größte Lust mittags. Oh mein Gott. Bestes Leben. Es war auch richtig gut, weil es war ein richtig schönes erstes Mal. Es hat nicht wehgetan. Wegen der Gleitcreme? Ich glaub schon, ja. Ah. Oh. Ja, wir sind voll witzig. Aber wir haben das natürlich auch strukturiert abgefragt. Wir haben verschiedene Kategorien einfach abgefragt, wie wichtig ist euch das? Und dann konnten sie angeben, sehr wichtig und überhaupt nicht wichtig. Und interessant war, was wir nicht gedacht hätten, dass diese ganzen Minderheiten-Podcasts bestimmt Herkunft oder Identitätsfragen, was kulturelle, soziale Herkunft, Gender, Sexualität, Herkunftsländer, Rassismus, dass sie das alle als wichtig bewerten. Nein, war gar nicht so. Also es war wirklich... Die Graphen waren jetzt ein bisschen zu kompliziert, jetzt irgendwie alle abzubilden, aber das, die Palette ging sehr breit, also halb fast. Dagegen war sehr wichtig, also das ist wirklich so einhellige Meinung, Punkte wie Empowerment, also dass man andere darin bestärkt, so zu sein, wie sie sein wollen, ein humorvoller Zugang und sehr viele persönliche Anekdoten. Also ja, wir sind unsere Identität, aber nicht nur. Das gefällt uns eigentlich am besten. Das ist, zieht sich auch durch ganz viele Podcasts durch. Das, ja. Hört euch mal an. Wir machen jetzt nämlich einfach mal Feierabend.
Und Prostata. Prostata, ja. Das hat er sich echt für den Moment aufgehoben. Meine Güte, Tarek plant so viel. Kommt monatelange Fahrung zum Thema. Genau. So, danke dir, Zuhörer, dass du dir Zeit genommen hast. Danke euch, vielen, vielen Dank. Haben wir sowas wie einen Schlusssatz, was wir machen, so einen Teaser? Du darfst einen finden. Zuhörer, magst du einen erfinden, einen Schlusssatz? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Punkt. Punkt. Das war's. Genau. Ja. Ich glaube, dass es total schön ist, dass man Slang oder halt Mehrsprachigkeit total selbstverständlich in den Podcast einfach abbilden kann. Dass wir einfach zum Beispiel, wenn wir über irgendein vietnamesisches Gericht reden, dass wir das einfach sagen und nicht sagen, ja, das ist so eine vietnamesische Nudelsuppe. Es wäre auch nicht authentisch so bei dem, was wir sind. Und so geht es halt ganz vielen anderen auch. Also wir machen es trotzdem. Wir machen es jetzt immer mehr, weil wir wollen ja auch inklusiv sein und niemanden diskriminieren und auch die Weißen nicht und so. Und deswegen machen wir das alles. Aber es ist total befreiend, auch einfach mal so zu sprechen, wie man sprechen würde und nicht so, wie die Gesellschaft das von einem die ganze Zeit erwartet. Ja, wir versuchen zumindest Shownotes zu machen. Ja, mindestens. Genau. Da haben wir keinen Ton, ne? Nee. Genau, am Ende lernen alle davon. Also wir haben, jetzt kommen mal Zahlen nur von uns. Wir haben auch mal eine kleine Hörerumfrage gemacht und über 150 Antworten bekommen. Und daraus haben wir, und eins hat uns interessiert, so wer ist eigentlich unser Publikum? So wer hört uns gerne? Und wir hatten schon so ein Gefühl, aber jetzt haben wir irgendwie auch Zahlen. Wir wissen natürlich nicht, wer natürlich auf so eine Umfrage antwortet. Aber tatsächlich ist die Hälfte, mehr als die Hälfte, sind Menschen ohne Migrationshintergrund. Weiße Menschen, würden wir zu ihnen sagen, weil wir auch Deutsche sind, deswegen wollen wir sie nicht so nennen. Ein Viertel davon, ungefähr ein bisschen mehr, hat einen vietnamesischen Hintergrund. Und die anderen würden irgendwie sich als Menschen identifizieren, die aufgrund ihres Aussehens, sagen wir mal, rassistische Erfahrungen machen. Also das ist irgendwie schon ziemlich cool, darauf sind wir ziemlich stolz, aber wir sehen auch, hey, cool, wir denken so von uns aus, aber wir erreichen auch andere und wir kriegen das auch in unseren Feedback ganz viel so, hey, toll, dass ihr uns irgendwie Einblicke in eure Lebenswelten gebt, wir lernen irgendwie voll viel daraus, oder ich habe eine vietnamesische beste Freundin, oder wer ist denn dieser Blumenverkäufer, und keine Ahnung, was das für Menschen so sind, und so können wir einfach mal reinhören. Ich glaube auch, dass viele weiße Menschen, in Anführungszeichen, sich trotzdem sehr gut mit uns identifizieren können, weil es geht nicht um Hautfarbe, wenn man irgendwie irgendwann mal gemobbt wurde, irgendwann mal in einer Minderheit war, irgendwann mal diskriminiert wurde aufgrund der Sexualität oder irgendwelche. Oder weil man arm war und sehr arm aufgewachsen ist oder Arbeiterkind ist und irgendwie dann an die Uni kommt und einfach nicht klarkommt irgendwie. Ja. Wo wir auch recht divers sind, ist tatsächlich Geschlechteridentität. Also das, was rot ist, sind Menschen, die sich als weiblich angegeben haben, blau männlich, und ansonsten haben wir auch eine ganze Reihe, was lila ist, nicht-binäre Menschen, Menschen, die sich da irgendwie nirgendwo einordnen wollen, und auch Trans-Menschen, die uns hören und auch offen das sagen, und auch wenn wir zum Beispiel Sprache benutzen, die für diese Menschen irgendwie unangenehm ist, uns auch wirklich darauf hinweisen, aber auch auf wirklich coole Art. Die schreiben uns eine private Nachricht und sagen, hey, das ist irgendwie so transfeindlich oder so ein bisschen schwierig für mich irgendwie, und dann versuchen wir, die auch mit einzuschließen. Genau. Dann, vielleicht hat man es gemerkt, wir sind auf Twitter und halbwegs okay damit, aber Instagram ist viel cooler. Wir lieben Instagram, und so geht's unseren fellow POC-Podcastern auch. Alle haben gesagt, Insta ist das, was am besten funktioniert, weil da wohl auch irgendwie die Community unterwegs ist. Instagram ist netter gefühlt, es gibt da nicht so viele Hate-Kommentare, und es ist total einfach, sich mit Fans oder Hörerinnen auszutauschen auf Instagram. Also wir bekommen am Tag auch bestimmt mindestens 10 Direktnachrichten von irgendwelchen HörerInnen, die irgendwie mit uns kommunizieren wollen. Es gibt HörerInnen, die auf jede Story irgendwie reagieren und dadurch schon irgendwie unsere Freunde geworden sind. Instagram ist echt so ein Social Media, wo man noch relativ einfach mit den HörerInnen Kontakt aufnehmen kann. Ja, das, und weil da es uns ja auch irgendwie um Repräsentation geht, haben wir halt da die visuelle Repräsentation. Die haben wir über unsere Stimme nicht. Das kann man dann irgendwie erraten, wer wir sein könnten. Aber irgendwie empfinden es viele Menschen auch als empowernd, überhaupt Gesichter wie uns so in dieser Medienlandschaft zu sehen. Am Anfang wollten wir uns eigentlich eher verstecken und kein Gesicht und vielleicht so eine Grafik. Naja, aber ich wollte dich ja dazu bringen, YouTube-Kanal zu machen. Ne? Genau, ja. Kamera ganz furchtbar. Aber letzten Endes ist Instagram dann das Medium, das für uns alle irgendwie sehr gut funktioniert. So, letzter Punkt. Wir brauchen Zeit und Geld, wie wir alle wahrscheinlich. Genau, wir haben gefragt, was sind eure größten Hürden, und da tatsächlich haben alle
die, also alle ausnahmslos geantwortet, wir kriegen das irgendwie einfach nicht so gut hin. Wir sind alle keine, oder viele sind keine ausgebildeten Medienmenschen, einige schon. Aber wir haben einfach keine Kohle für coole Technik oder einfach keine Zeit, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, wenn unser Leben schon so voll ist. Und ein Stipendienprogramm wurde gewünscht, aber wir wissen auch seit heute. Es gibt den Podcast-Verein, der in ganz Deutschland Podcast-Workshops gibt, kostenlose. Das ist voll cool. Genau, das haben wir heute hier gelernt. Das Wissen geben wir dann natürlich auch gerne weiter. So, das waren unsere 10 Thesen. Wir haben noch 2 Minuten oder so für Fragen. Ja, ich komme. Ich habe gar keine Frage. Ich wollte sagen, danke für so viel Input, ehrlich gesagt, weil man da sonst nicht drauf stößt und das auch einfach einen Horizont öffnet. Deswegen vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, so viele Leute gefragt habt und so viele Podcasts vorgestellt habt. Cool. Ja, auch vielen Dank. Eine ganz kleine Anmerkung zur Barrierefreiheit. Die Barrierefreiheit bei Podcasten hat ein kleines inhärentes Problem. Gerade im Punkto Minderheiten. Was ist mit den Leuten, denen nicht unmittelbar gesprochene Sprache zur Verfügung steht? Was ist mit den Leuten, die motorisch so eingeschränkt sind, dass die Bedienung des Equipments doch zumindest eine Hürde darstellt? Sie wären nur 2 von denen. Das wäre vielleicht doch ein Punkt zu überdenken in puncto Barrierefreiheit. Ja, auf jeden Fall. Wir überlegen auch gerade, ob wir mit Voice-Over zum Beispiel mal arbeiten könnten. Und wir laden auch Gäste ein. Wir würden total gerne aus unserer Blase rauskommen, nicht nur AkademikerInnen. Wir wissen zwar, dass sie nicht alle immerhin Sozialwissenschaften studieren. Das ist für uns auch schon mal positiv. Aber dass auch irgendwie, keine Ahnung, unsere Elterngeneration mal zu Wort kommt oder die Großeltern oder so und die halt irgendwie nicht so gut Deutsch sprechen. Da überlegen wir noch, wie wir da Lösungen finden. Noch weitere Fragen? Nein, dann, doch, da vorne. Ich komme. Ja, auch vielen Dank. Ich bin jetzt ein weißer Cis-Mann, akademischer Hintergrund, aus Mittelklasse, Mittelschicht stammend so. Ich habe jetzt verstanden, man kann euch unterstützen, indem ihr euch wahrscheinlich A hört, B Geld gibt, Zeit kann man euch wahrscheinlich wenig geben, aber gibt es denn noch irgendwie andere Sachen sozusagen, wie man euch unterstützen kann jetzt, also klar Geld, Money, Rules so, aber gibt es sonst noch irgendwie Sachen, die man da machen kann? Ich glaube, was cool wäre, wahrscheinlich Stipendienprogramme oder bestimmte, also ich glaube, ich habe jetzt heute erst erfahren, dass es kostenlose Podcast-Workshops gibt, was mega cool ist, wenn diese Strukturen ein bisschen bekannter werden würden unter unseren Fellow POC und die auch in Anspruch nehmen würden, glaube ich, wäre das ganz cool. Ansonsten wollen wir das auch mal starten, dass wir vielleicht doch mehr in die Community rausgehen und fragen, ob man uns nicht alles anbieten kann, was Leute anbieten können. Also manche haben halt Zeit zur Verfügung, manche haben Geld zur Verfügung, manche können eine Homepage bauen, das haben wir auch nicht, hätten gern, keine Ahnung, können es nicht, haben auch keine Kohle dafür. Aber wir haben jemanden, der uns das machen wird. Ja, wir haben, oder wenn jemand uns bei der Recherche helfen will, wenn jemand sagt irgendwie, ich keine Ahnung, ich kann voll gut produzieren oder so, da haben wir auch mal überlegt, weil wir machen das seit einem Jahr, wir sind inzwischen, machen das gerne, sind aber auch überfordert, weil der Anspruch wächst, weil wir wachsen und unser Anspruch an uns selber auch wächst und wir uns oft denken so, warum machen wir das eigentlich zu zweit? Also warum, das ist völlig irre, dass wir das zu zweit machen und wir verwenden so viele Wochenende und Nächte drauf, diesen Podcast zu produzieren eigentlich. Bestimmt gibt es da draußen Leute, die nett sind und uns irgendwie anbieten können, vielleicht einmal irgendwie bei einer Sache irgendwie zu unterstützen. Genau. Okay, dann euch vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Nochmal herzlichen Applaus.